Guck mal, wer da kommt. Hallo. Martin. Hallo. Das freut mich aber, dass du wieder da bist. Hallo. Grüß dich. Also, muss ich ja gar nicht mehr vorstellen. Ja. Martin Reit, ne? Damit das schon mal geklärt ist. Okay. Du hast damals eine wunderschöne goldene Uhr. Richtig. Und jetzt habe ich eine wunderschöne goldene Münze dabei. Ja, da bin ich mal ganz gespannt, was der Albert dazu sagt. Hui, die ist aber groß. Ist wie alt ist die? 1648. Ja, jetzt erzählst du mir aber ein. Wo hast du den her? Die habe ich von meinem Großvater. Das heißt, ich habe sie von meiner Mutter und dann sie hat sie vom Großvater. Und man hat nie wirklich vom Großvater erfahren, wie er an diese Münze kam, weil er auch nie eine Münzsammlung hatte. Das ist so ein Unikat, was da im Endeffekt die ganze Zeit... Was war der Großvater denn vom Beruf? Uhrmacher. Uhrmacher? Das war der Uhrmacher. Also, was ich mir dann vorstellen könnte, Uhrmacher haben natürlich relativ häufig auch alles Mögliche mal in Zahlung genommen. Ja, also ich denke, die Münze ist also schon ziemlich lang in seinem Besitz. Was denkst du, war die so weit wert? Ich weiß nicht, wie ich sie einschätzen soll. Das ist Ferdinand III. Hm? Stimmt. War eigentlich einer, der den Frieden wollte, ne? Wenn ich das richtig weiß. Römisch-deutscher Kaiser. Ja. Richtig. 1608 bis 1657. Ja, jetzt macht ihr mich aber langsam neugierig, ist, ne? Ja, ich werde schon... Krieg schon schweißige Finger. Ja, ich merke schon, das was ist los, Albert. Brauchst du was zu trinken oder was? Das ist eine Sensation hier. Ja, jetzt komm, jetzt wenn mach ich das so richtig. Darf ich die mal haben? Ja, gerne. Lass sie mal ruhig fahren. Ich bin nicht so fahren. Ja. Doch. Das so. Sind 10 Dukaten, ne? Ja, 10 Dukaten. Also, wenn ich mir die jetzt so angucke. Das hier ist der Ferdinand III. Wenn du sie umdrehst. Die ist auch beschlagen, die hat Ecken. Dann hier ist der Doppeladler. Ja. Für Österreich und für Ungarn. Ja. Also ich würde ja jetzt normalerweise die, beißen, ob die echt ist. Da ist sogar eine drin, eine, glaube ich, eine Bissstelle. Ich habe hab die Münze gewogen. Ist ja nicht so. Und sie hat das Gewicht, was sie haben muss, wenn es eine echte Münze ist. Wie viel muss sie denn haben? 34,7 Gramm muss die haben. Und genau. Das, ja, ziemlich genau. Also plus minus ein bisschen, aber in der... Gewichtsklasse muss es liegen. Was weniger ist, ist es falsch. Was mehr ist, ist es falsch. Also es bedeutet, diese Münze ist echt Gold. 986er auf 1000 ist 986er Gold. Es gibt keine Gussblasen. Diese Münze ist geprägt. Man kann das an den scharfen Kanten der Buchstaben erkennen. Diese Münze hat diesen maisgelben Farbton. Mhm. Den diese Münzen aus dem 17. Jahrhundert haben müssen. Mhm. Also ich bin mir fast sicher, dass es sich hier um eine echte Münze aus dem 17. Jahrhundert handelt, die sehr, sehr selten ist, die ganz selten auf dem Markt kommt. Das heißt, sie hat keine Gussblasen, sie ist scharfkantig, die Farbe stimmt. Ja. Das klingt doch nach einem echten Schatz, oder doch nicht? Sie hat ein paar Dellen und ja, das ist auch ganz, ganz typisch. Und wenn ich jetzt den Preis sage, dann müsste diese Münze zwischen 20.000 und 30.000 Euro bringen. Ich habe gerade Hitzeballungen. Ja, Martin, das freut mich außerordentlich. Und ich weiß jetzt nicht genau warum, aber wahrscheinlich bin ich nicht dazu gekommen, dich vorher zu fragen, was du gerne dafür hättest. Haben wollen. Hätte ich das vorher gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, mach den, muss die Medikamente umstellen. Also ich habe gesagt, so zwischen 20.000 und 25.000. Also 20.000 war Schmerzgrenze so ungefähr gewesen. Gut. Karte raus. Ich weiß aber nicht, ob die Händler das überhaupt, ich weiß ja nicht, ist das was für die Händler? Frage. Also ich sag sie mal wollen so. Sehen, ne? Sehen wollen sie also schon. Pass auf, ne? Sie sollen es ja auch sehen. Ja. Sie wollen sehen, sie sollen sowas sehen. Sie wissen ja noch nicht, was auf sie zukommt. Aber... Was ich nicht weiß, ob jeder von denen sofort erkennt, was es ist. Gehen wir wieder zu zweit. Zur Not komme ich dazu, um es zu bestätigen. Aber ich denke mal, du weißt mehr über die Münze, als ich es weiß, obwohl ich jetzt hier daneben gestanden habe. Mehr als beeindruckend. Ich pack das Ding nicht mehr an, nimm die selber. Okay. Jesus Maria, eine Münze für so viel Geld. Mhm. Gib ihm das Ding und ich will noch wissen, was willst du machen mit dem Geld? Wir renovieren. Richtig so. Vom Edelsten. Martin, zieh's durch. Dankeschön. Toi, 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 gerne. Oben. Ne? Vielen Dank. Nichts Tschüss. Du weißt, wo es lang geht. Jawohl, dankeschön. Ja, ist so. Eine Münze. Eine Münze. So, jetzt eine andere Frage. Ja. Wenn die nachgemacht gewesen wäre, wäre es ja trotzdem Gold. Was ist denn da? Dort nimmt das 1.000 Euro oder 1.100 Euro, sowas wäre. Der Goldschatz, der ist da. Danke. Ja.
Ich habe mich gefreut, dass sie tatsächlich so im guten Zustand ist und dass sie so viel Geld bringen könnte. Ich warte jetzt mal ab, ob die Händler überhaupt mit einer Münze was anfangen können, ob das interessant ist für sie. Eine Goldmünze von dieser Qualität in den Händen zu halten, passiert auch mir sehr selten. Aber ich muss natürlich ganz genau hinschauen, ob diese Goldmünze wirklich echt war und wirklich authentisch aus der Zeit war. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, zu 99% ist diese Münze echt gewesen. Die seltene Münze ist uralt und rund 30.000 Euro wert. Das wird eine Premiere für die Händler. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ist gut. Ich habe etwas Rares mitgebracht. Das klingt doch schon mal gut. Gespannt. Und wir erstmal. Im roten Sand. Oh. Puh. Ui. Eine Münze. Ui. Das ist eine Goldmünze von 1648, steht hier drauf. Und hier steht drauf Ferdinando Imperatoris. Das ist, glaube ich, ein Österreicher. König Ferdinand? Wieg mal ab. Wo hast du den Taler denn her? Der ist schon sehr lange in der Familie und wurde immer so weitergegeben. Mhm. Und jeder in der Familie hat schon mal versucht, die zu verkaufen. Auch der Großvater. Und dann habe ich jetzt gesagt, ja, okay, jetzt versuche ich es mal hier. Mhm. Auf alle Fälle ist es originaler. Ja. Circa 35 Gramm. 34,7. Wie viel? 34,7. Ja, gut, wir... sind 10 Dukaten. Der muss so dieses Gewicht haben. Sonst wäre er falsch. Wir haben es auch gerade gewogen. Puh. Ja, schön. Aber der Erhaltungszustand ist sehr schön, wenn nicht sogar für die Zeit schon vorzüglich. Ja, sehr schön. Diese Münze wurde jetzt auch ab und zu, kommt sie auf den Markt. Sie gilt als sehr, sehr selten und sehr rar. Ja. Und da kann man nicht den Goldwert rechnen. Nein. Das kann man nicht nach. Sie hat auch einen historischen Wert. Sie ist von 1648. Also eine Münze aus dem 30-jährigen Krieg. Richtig. Ja. Also am Ende praktisch des 30-jährigen Krieges. Genau. Aha. Wo fängt man da an? Ja, also ich könnte jetzt mal 80 Euro sagen, aber da wäre ich hier steinigt. Das gehört dazu. Das muss sein. Ja, das ist Jack, das Ding. Ey. Naja, gut. Ich fange an. Willst du anfangen? Ich fange an mit 1.000 Euro. Ich. Der lacht. Ja, ein Anfang muss auch mal. Ja, Anfang muss man ja mal irgendwo. Ja, ne? Ich meine, 80.000, der Sprung ist schon gut. Ist wenn schon der, gut. Wenn der Sprung so weitergeht, ist alles gut. Ja. Jetzt nochmal da drauf, das wären dann 10. Naja, gut. Ja, doch, und dann kommen wir langsam, wenn wir das verdoppeln, das dann kommen wir langsam dahin, wo wir hin müssen. Verdoppeln was? Der hat genau recht. Verdoppeln? Ich habe da gar keine Ahnung. Ich kann nichts dafür, dass sie so viel wert ist. Der kann nichts dafür, dass sie so viel wert ist. Das ist einmal so. Darum sage ich jetzt einmal weiter. Einmal eine kleine Summe. 1.500. 1.600. 1.700. Jetzt höre ich mal auf, jetzt kommt hier drauf. Schon mal geguckt im Netz. Da kostet ein paar tausend Euro. Ich wollte ihn aber jetzt erstmal aus dem Bauch aus 2.000 Euro bieten. Ich hab natürlich nicht der doppelte Goldwert. Also diese Münze ist wirklich sehr, sehr selten und es steht auch überall drin, sehr rar. Zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Noch mehr. Aber es ist nur fair, wenn wir das jetzt versuchen, zu eruieren. Ja, genau. Definitiv. Komm, wir machen es einfach aus dem Bauch raus. Ich sag 2.000. Ich habe hier eine 10-Dukaten-Münze von Ferdinand III. Ich mache es noch schneller. Wann ist deine Schmerzgrenze? 25.000. Ja. Bullion Value für 1.200. 25.000, dann brauchst du nicht mehr schauen. 25? Dann schaust du umsonst, brauchst du nicht mehr reinschauen. Ha. Dazu müsste ich einen Anruf tätigen. Würden Sie uns vollständig garantieren, dass diese Münze echt ist zu 100%? Ich habe keine Expertise, außer die vom Albert. Und Albert hat gesagt, diese Münze ist echt. Es gibt die Erkennungsmerkmale, dass sie wirklich geprägt ist, weil sie scharfe Kanten hat. Sie hat keine Blasen, weil Fälschungen werden nachgemacht. Ja. Das Gold ist so maisfarben. Das wäre für die Zeit so, dass das Gold so ist. Das ist jetzt so eine Vertrauenssache. Wir reden hier über sehr viel Geld. Wenn man da jetzt wirklich 25.000 Euro für bezahlt. Wenn Sie sagen, Sie wollen sie für 25.000 kaufen, dann könnte man sagen, okay, wir geben sie vorher zur Prüfung. Und wenn sie dann echt ist, dann machen wir das Geschäft. Ja. Und wenn sie nicht echt ist, das ist ein faires Angebot von Ihnen auch. Ja. Unter der Voraussetzung? Ich rufe dich jetzt einfach mal an, weil ich gerade eine Münze in der Hand halte. Und zwar Ferdinand III. 10 Dukatenstück, Gold. Sieht sehr gut aus, die Farbe macht einen guten Eindruck.
Es ist auch nicht gegossen oder sowas. Von 1648. Ja, ich würde gerne mal deine Einschätzung hören. Wenn es jetzt, wir gehen jetzt mal vom Original aus. Was wäre das wert? Kann Fabians Telefonjoker den hohen Preis der Rarität bestätigen? Also du hast mir schon mal sehr geholfen. Ich muss jetzt hier aufhören. Ja, das wird zick. Danke. Dankeschön. Egal, danke. Was der jetzt gesagt hat. Ja. Von mir kriegst 23.000. Egal, was der jetzt gesagt hat. Tja. Also, es gibt wenige Originale, die auch mal angeboten werden und verkauft werden. Viele Fälschungen. Nichtsdestotrotz würde ich die gewünschten 25.000 erfüllen. Ich aber auch. Du auch. Das habe ich mir gedacht. Ein Händlerduell bei dieser Summe? Daniel sucht eine andere Lösung. Dann wäre es ja ganz intelligent. Wir würden uns zusammentun und eine Kippe machen. Das heißt, wir zahlen beide die Hälfte und wir liefern das ganze Ding in ein namhaftes Auktionshaus ein. Sollen wir das so machen? Das könnte man machen. 25.000 Euro. Von uns beiden? Ja, von uns beiden. Ja. Gut, dann. Dann kommen Sie mal her und wir gucken mal, was wir zusammenkratzen können. Super. Wer will zuerst? Wir machen jetzt einen 10.000er Haufen und einen 5.000er Haufen. Okay. So. 10.000. 3. 8.000. 50er für mich? Hier. Ach, da. Ja. Hier ist dann sind 50er. Das nämlich hier auch 10.000. Oder? Das sind 10.000. 10.000. Und das sind 5.000. So. Das sind 25.000 Euro. Okay. Für Ihre Münze. Okay. Wir bedanken uns beide. Ja, ne. Ein sehr guter Deal. Ich bedanke mich recht herzlich. Und Ziel erreicht. Ja. Ziel erreicht, genau. 25.000 sollen es werden und 25 sind es gewonnen. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen. Das lasse ich auch da. Alles, drin. Alles weitere machen wir schriftlich. Tschüss. Okay. Daniel. Hihi. Glückwunsch. Schön, dass wir mal uns zusammengetan haben. Wir haben uns zusammengetan. Aber wenn du mal siehst, wie viel Papier jetzt da lag, ne? Und da jetzt eine Klemmünze. Ja. Ja, also es ist wunderbar gelaufen. Ich habe genau das erreicht, was ich haben wollte, die 25.000. Die Münze ist echt, da bin ich fest davon überzeugt. Ja, und wir haben ja eine Rückkaufoption eingeräumt, dass, wenn es wirklich sie nicht echt wäre, dass sie dann sie zurückgeben können und sie erhalten auch ihr Geld natürlich wieder zurück. 10 Dukaten in Gold aus dem 17. Jahrhundert. Ja. Das ist so selten. Gehen wir jetzt einen trinken? Ja, ne? Ja, sicher. Ja, eigentlich schon. Heute Abend. Na klar. Darauf muss man wirklich mal anstoßen. Das ist was Seltenes. Aber die großen Dinge muss man miteinander machen, nicht gegeneinander.